Ja, hallo liebe Studierende. Kurzes Update aus dem Schwerpunkt Internationales Management. Heute war Holger Langnotz hier. Holger Langnotz arbeitet für die Lufthansa Group, dort in der Abteilung Konzernstrategie. Er hat einen super spannenden Vortrag gehalten, ja, über die aktuellen Entwicklungen im Aviation-Markt und wie sich Lufthansa diesen Entwicklungen strategisch stellt. Hier mal in aller Kürze das, was wir gelernt haben. Also vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Was haben wir gelernt? Wahrscheinlich, dass die Luftfahrtbranche eine sehr dynamische, sehr wettbewerbsintensive ist und man immer wieder neue Mittel und Wege finden muss, den Kundenbedürfnissen zu entsprechen und die richtigen Produkte anzubieten. Ja, eine zweite Frage, lieber Holger. Du warst ja heute zum ersten Mal hier bei uns zu Gast bei der THM. Hoffentlich nicht zum letzten Mal. Wie hat es dir gefallen? Der Dialog mit den Studierenden hat viel Spaß gemacht. Es waren sehr viele interessante Fragen dabei und schön zu sehen, dass die Motivation und die Aufmerksamkeit so hoch waren. Und aller guten Dinge sind drei. Noch eine Frage zu den Karrieremöglichkeiten. Welche Optionen siehst du für unsere Studierenden hinsichtlich eines Jobs bei der Lufthansa? Die Lufthansa Group wird in den nächsten Jahren über 20.000 Menschen einstellen. Insofern ergeben sich sicherlich auch viele Möglichkeiten für die Studierenden hier, angefangen vom Praktikum über Abschlussarbeiten bis hin zu Trainee-Programmen und natürlich auch Festeinstiegen.